So, und wir machen weiter mit einer anderen Inspiration, die eine ganz andere Generation ansprechen, kann man sagen. Aber die beiden Mädels, wenn die auftauchen, dann stehen wirklich alle Kopf. Ich weiß nicht, wie viele Anfragen ich aus meinem Freundeskreis schon gekriegt habe. Kannst du ein Autogramm besorgen? Kannst du Karten für die Premiere besorgen? Ja. Kannst du irgendwas machen? Sie sind heute da und werden uns darüber erzählen, was in ihrem turbulenten Leben momentan los ist. Denn sie sind auf Promotion-Tour für Bibi und Tina. Freuen Sie sich auf Nina Larissa-Strahl und Lisa Marie Kowal. Guten Abend! Jetzt haben wir ja auch Zuschauer zu Hause, die Eltern sind, die vielleicht sogar Großeltern sind. Manche sagen sogar, wir haben sogar Urgroßeltern, die uns zugucken. Für die wenigen, die jetzt noch nicht genau wissen, was Bibi und Tina ist, könnt ihr kurz zusammenfassen, was ist Bibi und Tina? Also ich glaube, Bibi und Tina ist jedes Jahr wieder eine Flucht in den Sommer, im Winter. Und es gibt ja die, schön gesagt, es gibt ja die alten Bibi-Blocksberg-Hörspiele. Mhm. Ich glaube, das kennen halt wirklich sehr viele. Und ich meine, meine Mama kennt es ja auch. Und dann habe ich es quasi übernommen. Und Bibi Blocksberg macht in ihren Sommerferien immer Urlaub bei ihrer allerbesten Freundin Tina. Und ja, und Buck dachte sich vor 4 Jahren, dass man das ja mal verfilmen könnte. Und da hat Detlef Buck wie immer eine sehr gute Idee gehabt. Und jetzt dreht ihr, habt ihr den 4. Film gedreht? Er wollte eigentlich nur 3 machen. Er wollte sogar nur einen. Ja gut, aber wenn dann einfach Millionen Leute sich das angucken, dann ist man natürlich auch ein bisschen inspiriert und motiviert, da weiterzumachen. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast es gehört als Kind und deine Mama hat es gehört. Ich glaube, es gibt 85 unterschiedliche Hörspiele oder Kassetten. Hast du es auch gehört als Kind? Nee, ich habe es nicht gehört. Ja. Ich habe tatsächlich Bibi Blocksberg gehört und war aber auch eher so ein Fan von Benjamin Blümchen. Also Bibi und aber Tina, das hat die gleiche Frau erfunden, oder? Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Bibi und Tina fand ich ehrlich gesagt immer ein bisschen langweilig so. Also ich war zwar immer ein Pferdemädchen, aber ich fand es nicht so ansprechend. Auch die ZDF-Serie fand ich nicht so gut und deswegen, ich war eher so... Also ich habe nie die Serie, ich habe nie diese Cartoons geguckt, ich habe tatsächlich immer nur die Kassetten gehört. Aber ich habe auch, ich habe eigentlich alle Kassetten gehört, auch Benjamin Blümchen und TKKG und alles, was da noch so kam. Okay, ist das dann irgendwie, kriegt man das dann irgendwann übereinander, wenn man plötzlich dann, also ich meine, jetzt seid ihr im 4. Teil und ihr habt euch dran gewöhnt, aber jetzt für dich, der, als du das plötzlich selbst dargestellt hast, irgendwas, was man jahrelang selber hört? Ich glaube, das war mir auf jeden Fall gar nicht so bewusst. Ich glaube, uns beiden... Ich meine, man hält es ja nicht jeden Tag vor, hey, du spielst die Bibi, sondern es, ich glaube, wir haben es einfach gemacht und es ging auch alles so schnell. Also die letzten 4 Jahre waren jetzt so schnell und für mich persönlich ist es einfach eine Rolle und ich merke jetzt nicht unbedingt, dass ich mein eigenes Kindheitsidol quasi spiele. Mhm. Ich merke es, wenn mich die Leute fragen, ob ich es merke, aber es ist... Das wollte Buck ja auch, dass wir das quasi neu interpretieren, neu darstellen. Also er hat jetzt auch nie gesagt, hört jetzt euch zur Vorbereitung irgendwie nochmal die ganzen über 100 Kassetten an. Oder zum Einstimmen so ins Thema rein. Nee. Ich glaube, Kates Tochter ist auch ein großer Fan, oder? Mhm. Also auch aktuell immer noch. Die ist jetzt 16 und hat sich auch neulich gerade wieder mit vielen Freunden verabredet. Aber ich glaube, die machen sich so ein bisschen einen kleinen Spaß draus. Aber ich habe ein Patenkind und viele Freundinnen, haben Kinder, also Mädchen vor allen Dingen, die euch großartig finden. Und ich habe natürlich auch den Auftrag, alle möglichen... Alles abzufotografieren. Fotos zu machen, Autogramme zu machen. Speicher das in deinem Kopf, was du jetzt erlebst. Wir haben das noch ein einmalig. Ne? Wir müssen noch ein paar... Matthias Schweighöfer lächelt wissend. Selber Kinder habend. Ja. Wie ist das da? Ich habe es vorhin den beiden auch schon wieder. Wir haben es jetzt. Ich habe schon das zweite Mal den beiden Mädels gesagt. Ich kann es nicht. Also ich liebe es natürlich. Aber ich kann es nicht mehr hören. Und zwar. Es ist der Graben mal zu breit. Das ist keine Schwierigkeit. Und es geht ab, ab, ab. Nobody is perfect. Und wenn du da hinten die Freundin von meiner Tochter mal aus der Schule noch nach Hause fährst und alle hinten so. Und es geht ab, ab. Und durch den Berliner Stau. Das Schlimmste ist dann in Berlin noch Stau. Dann schaffen wir auch noch das Album 1, 2 und das dritte schaffen wir auch noch. Und am Morgen gleich. Also, ja, bald kommt das vierte, ich weiß. Es ist ja auch die Musik, die ja von Peter Plate ist, von Rosenstolz. Der hat ja auch noch mal dazu geführt, dass ihr wirklich, also dass das ja auch noch, das kann jeder wirklich mitsingen und es macht den Eltern auch Spaß. Außer Matthias. Ich muss dazu sagen, ich finde, ich kenne ja Peter auch und die ganze Crew um Bibi und Tina. Und das ist wirklich eine Hammertruppe, was Buck da geschaffen hat und die Mädels auch echt toll.
Also auch so ein Franchise in Deutschland so aufzubauen, ist Hammer. Finde ich wirklich, finde ich großartig. Ja, und dass das im Prinzip von 5 bis, also von, oder von 4 bis 15 kann man es im Prinzip gucken. Jetzt gucken wir mal rein, weil man hat ja noch nichts gesehen. Tohu wa bohu, total heißt das Ganze. Sind wir mal gespannt. Ab Donnerstag im Kino. Was man jetzt hier nicht gesehen hat, aber was im Film tatsächlich der Fall ist, das ist ja ein relativ politischer Film, sage ich jetzt mal, dafür, dass es eigentlich ein Kinderfilm ist. Da gibt es auch Themen wie, wie Flüchtlinge, Zwangsheirat, es kommt ein Baulöwe namens Trumpf vor. Das kommt einem auch irgendwie bekannt vor. Aber habt ihr beim Drehen schon gemerkt, dass es vielleicht unter Umständen an manchen Ecken ein bisschen ernster ist? Naja, das Buch war das ja auch ganz wichtig. Also man darf ja den vierten Teil nicht als vierten Teil so betrachten, sondern der ist quasi... schon so ein bisschen so ein Spin-off quasi. Und das ist ja, also kommt ja daher, diese Idee kommt daher, dass Buck damals irgendwie selbst 2015, glaube ich, die Erfahrung gemacht hatte beim Dreh von Knallhart oder ich weiß gar nicht, ist quasi ein Mädchen verschwunden dann und die wurde dann wieder in ihr Land quasi verschleppt über Nacht, auch zur Zwangsheirat. Okay. Und es war ihm einfach eine Herzensangelegenheit, das nochmal zu thematisieren. Zu verpacken. Und man kann es, finde ich, in Bibi und Tina ganz gut verpacken. Generell diese politischen Themen, auch um das den Kindern ein bisschen näher zu bringen. Und ohne mit dem Zeigefinger so, zu zeigen. Und es hieß am Set aber auch die ganze Zeit, wir machen hier kein Drama. Wir machen immer noch einen Kinder- und Jugend- und beziehungsweise Familienfilm. Und das Schöne ist halt, dass es wirklich gut gelungen ist, glaube ich, dass für die Kids ist es einfach Bibi und Tina mit einem neuen Abenteuer. Die checken ja wahrscheinlich gar nicht diese Schwere hinter dem eigentlichen Thema. Aber die Eltern werden die Ironie und die Kritik verstehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz gut gelungen. Na, und für euch ist es ja auch, sage ich jetzt mal, auch, ihr braucht ja auch ein bisschen andere Themen, weil Bibi und Tina, auch, die sollen jetzt ja nicht in Riesenschritten altern, aber ihr seid jetzt auch schon 19, habt euer Abi gemacht, seid aus der Schule raus und so. Dann muss man natürlich auch irgendwie mal Themen finden, die dann auch schon mal noch mal ein bisschen anders sind. Genau. Es war ja tatsächlich die Teile davor immer so, dass es so gespielt quasi in Fantasie in einem Sommer war. Und jetzt wurde es auch mal angesprochen. Also es gibt ja eine Szene so, wo quasi Alex sagt so, oh, ihr seht aber ganz schön alt aus. Also ihr seid auch alt geworden so. Ja. Weil man einfach, weil viele Eltern auch gesagt haben, die werden jetzt schon so, die sehen schon so erwachsen aus. Ist jetzt nicht mehr Bibi und Tina. Und dann hat man das quasi so gemacht, dass natürlich über die Jahre wir auch älter werdet. Also, finde ich auch völlig okay. Ja, also ich wurde mal gefragt, ob ich bei Hanni und Nanni mitmachen will. Habe ich mir ernsthaft überlegt, ob ich Hanni oder Nanni vielleicht spiele. Aber dann war ich doch nur die Mutter. Aber ja, ich dachte mir, warum nicht? Hanni und Nanni werden ja auch mal älter. Ja. Jetzt habt ihr tatsächlich ja während der gesamten Zeit, und das muss man sich erst mal vorstellen, weil gedreht wird tatsächlich immer im Sommer. Das heißt, ganz normales Schuljahr und wenn die anderen dann nach Sardinien fahren und irgendwie 6 Wochen rumhängen und irgendwie vielleicht ins echte Reitlager gehen, habt ihr immer gedreht und Promotion gemacht und alles Mögliche. Habt ihr, wie muss man sich das vorstellen im echten Alltag? Also wie lief das bei dir zum Beispiel? Die Produktion hat tatsächlich darauf geachtet, ich meine, wir wohnen in unterschiedlichen Bundesländern, das heißt, wir hatten immer versetzt Sommerferien, aber sie haben darauf geachtet, dass es für uns so möglich war, dass wir weitestgehend in der Schule sein konnten und nicht so viel gefehlt haben. Wir haben dann trotzdem so 3-4 Wochen gefehlt, ich habe öfter 3 gefehlt. Was aber eigentlich schlimm ist, wenn du auch an der Schule Spaß hast, ich zum Beispiel hatte Spaß. Und ich hatte auch Spaß an der Schule, aber man hätte mich trotzdem nicht für 3 Wochen befreit, weil die anderen hatten nicht so viel Meine Spaß. Meine Schule war da aber total unkompliziert. Das ist also, die echt haben super. Mir total viel frei. Ich war richtig... Ich habe mich, weiß nicht, es ist eine tolle Schule auf jeden Fall. Die haben mich da auch sehr supported und kommt ich musste man gar nicht viel an? Erklären. Ja, sondern, nee, die haben natürlich auch, dass die this. Kinder der Lehrer alle Fans waren. Also, ja, eben. Das hilft natürlich. Ich wurde aber wahnsinnig. Nicht bevorzugt. Das war das bei dir auch easy? Und wie wird man angeguckt, wenn man dann so ein Kinderstar ist im Prinzip? Naja, bei mir war es ja noch mal ein bisschen anders. Ich habe ja quasi in meinem Wohnort schon gedreht. Und daher kannten sie das, aber Bibi und Tina hat natürlich, also war ja ein Riesenerfolg und dann ist man quasi nach dem Sommer wiedergekommen und dann war der erste Teil draußen und dann war es so, sind die ganzen Fünftklässler, Sechstklässler irgendwie die ganze Zeit hinter einem hergerannt und wollten dann Autogramme, aber bei mir war es dasselbe, also meine Schule stand da auch voll hinter mir und die haben da auch alle unterstützt und ich bin aber allerdings nicht so gerne zur Schule gegangen. Ja, schon. Wie ist es denn heute mit Autogrammen? Weil ich meine, die Zielgruppe, die ihr habt,
ist wahnsinnig süß und sehr nett, aber natürlich auch tierisch anstrengend, weil die natürlich auch kreischend hinter einem herrennen. Also das ist ja eben noch mal was anderes. Also ich habe zum Beispiel so Frauen ab 40 als Fangruppe total nett, weil die lassen einen in Ruhe. Aber ich habe auch schon mal erlebt, dass ich bei H&M in der Kabine stand und dann hat einer einen Vorhang aufgerissen und geschrieben, sie ist es wirklich! Oh, und hat den Vorhang wieder zugemacht. Also theoretisch auch passieren. Also sowas ist uns zum Glück noch nicht passiert. Ja. Nee, tatsächlich ist es so, dass die Kinder oft schüchtern sind und sich gar nicht so trauen. Und dann kommen die Eltern eher und fragen. Oder es ist natürlich andersrum, dass die Eltern den Kindern nicht glauben und die Kinder uns sofort erkennen. Und dann so wirklich so vor einem stehen und... Jetzt wird gerade dem... der Kopf abgeschlagen. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen aus dem Konzept. Aber wie der Herr Lahr auch beherrscht, den großen Fisch den Kopf abschneidet. Genau. Nein, aber dafür, ich meine, dazu möchte ich gerne was sagen, weil das Thema ist ja bei mir etwas anders. Also bei mir ist es ja so, als früher Kerner kocht war ja Freitagabend die Live-Sendung und Samstagmorgen mit der ersten Maschine nach Hause um 6 Uhr. Und da weißt du, da hast du nichts geschlafen, setz dich in den Flieger rein, dann sitzt du da so und denkst, jetzt kann ich endlich mal eine Stunde in Ruhe schlafen. So, dann sitzt du da. Dann merkst du schon, wie der neben dir so überlegt, was er jetzt sagen soll. Dann geht's los, 6 Uhr morgens, alle schlafen. Ach, Herr Lahr, dass ich das erleben darf, dass Sie noch an meiner Seite sind. Wissen Sie, ich wollte immer schon wissen, wie man Bratkartoffeln macht. Und dann kannst du dir vorstellen, im Flieger alle, ja, super. Alle schnarchen. Und ich erzähle da von Hamburg nach Frankfurt, wie man Bratkartoffeln tut. Deswegen, Johann. Aber... spannend ist, du hast ja bei Dr. Kleist schon seit der zweiten Klasse mitgespielt. Du hast vorhin gesagt, ich habe schon 12 Jahre Berufserfahrung, ja. was tatsächlich fast unser aller Berufserfahrung übertrifft. Und du hast, du singst ja tatsächlich. Ja. Ist das der Weg, den du eigentlich noch mehr einschlagen möchtest? Eigentlich war das der Weg, den ich einschlagen wollte. Und meine Gesangskarriere musste jetzt die letzten Jahre ein bisschen zurückstecken, weil wir halt mich sehr viel bei Bibi und Tina involviert war. Und halt auch im Abitur und in den anderen alltäglichen Dingen eines Teenies. Aber ich habe tatsächlich meinen jetzigen Produzenten schon 2013 kennengelernt, 2012 sogar, oh mein Gott, bei Dein Song. Weil das habe ich ja gewonnen. Und seitdem stand eigentlich auch fest, dass wir mal ein Album machen wollen. Aber wir wollten es halt machen, wenn ich selber weiß, ob ich es wirklich will. Also ruhig sowieso noch 4 Jahre warten, bis ich 18 bin, aus der Schule bin. Ist der jetzt die Schule rum? Ja, für euch beide? Seit letztem Jahr. Oh, ist das toll. Herzlichen Glückwunsch. Ist ja jetzt Wahnsinn. Nein, und vor allem, das ist ja die unglaubliche Freiheit, die jetzt auf euch wartet. Was macht ihr jetzt gerade? Jetzt gerade? Ja, weil es wird ja keinen nächsten Bibi und Tina-Teil geben. Aber es wird natürlich viel anderes geben. Also bei mir war es so, ich war jetzt viel Berlinale so unterwegs. Dann fange ich jetzt nächste Woche an, ein neues Projekt zu drehen. Da haben wir jetzt auch seit 2 Wochen proben wir da. Ja, und dann ist jetzt Sonntag noch Premiere und zwischendurch sind auch noch ab und zu ein paar also es passiert was. Bibi und Tina Termine. Ja, genau noch. Also es hört ja noch nicht auf. Also es ist noch nicht so abrupt, dass jetzt ab Sonntag oder nächste Woche Donnerstag dann heißt, ist alles vorbei. Bibi und Tina ist abgeschlossen, sondern das wird sich noch ein bisschen auslaufen. Okay, und was wirst du machen als nächstes? Ich habe im März mein nächstes neues Projekt und generell das zweite Album steht vor der Tür und wir gehen ab Mitte Mai auf Tour. Also das wird auch schon alles geplant. Und als auf Tour unter deinem Namen? Ja, in meinem Namen. Genau. Lina. Also Lina. Lina. Ja, Lina. Heißt nur Lina. Lina. Okay. Ich glaube, wenn man einen einzelnen Namen hat, ohne Nachnamen, hat man die beste Chance. Könnte es auch Lina Larissa Strahl nennen, aber ich glaube... Ich habe aber gemerkt, aus meiner Erfahrung bei der ESC-Moderation letzte Woche, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, nur mit Doppelnamen hat man heutzutage noch eine Chance. Deswegen heißt es Maya Brunner. Du, Isabella, Levina und so, da geht sonst gar nichts. Und ihr heißt ja auch Lina Larissa und Lisa Marie. Also ich meine, macht Musik. Ja, dann change ich das Konzept jetzt nochmal. Ja, dann sage ich das jetzt gleich. Was auch immer ihr macht, wir wünschen euch Glück. Ich glaube, für Bibi und Tina muss man nicht die Daumen drücken, das läuft von alleine. Ich gucke mir das an und freue mich ganz besonders auf alles, was von euch kommt. Schön, dass ihr da seid. Guten Tag. Danke.